Herzlich willkommen zu meinem Kunst-Uni-Vlog. Ich studiere jetzt hier gerade im dritten Semester Produktdesign und die letzte Woche war eigentlich ziemlich chillig, aber ich glaube nächste Woche, also jetzt die Woche, wo ich euch mitnehme, ich glaube, die wird ein bisschen stressiger. Wir hatten jetzt nämlich wochenlang Zeit, an so einem Projekt zu arbeiten und wir müssen es bis nächste Woche fertig kriegen. Es ist gerade unser erstes Projekt und ich glaube, wir haben alle so ein bisschen die Zeit vergessen und merken jetzt, dass wir langsam in Stress kommen. Aber das Gute ist, ich habe alle Prototypen fertig und ich habe auch den Entwurf fertig. Ich muss jetzt quasi nur noch das finale Produkt bauen. Deswegen werde ich jetzt Papier kaufen gehen und das Ganze dann wahrscheinlich morgen in der Uni mit dem Lasercutter schneiden. Ja, let's go! Ich werde euch gerade mal so ein bisschen die Aufgabenstellung von dem Projekt erklären. Und zwar sollen wir eine 1,60 x 1,20 Meter große Struktur aus Papier bauen. Das Ganze soll aber sozusagen immer aus dem gleichen Baustein bestehen und der darf nur 30 x 30 cm groß sein. Und wir dürfen keinen Kleber für die Aufgabe benutzen. Es ging also eigentlich grundsätzlich so ein bisschen darum, dass wir damit experimentieren, wie man Papier falten kann, dass es stabiler wird. Guten Morgen. Also folgendes Problem. Ich muss dieses Modul 100 Mal basteln. Das wird in der Uni eigentlich super easy gehen, weil wir da so einen Laserdrucker haben und mit dem wird das Ganze so 4 Stunden dauern. Aber weil der belegt ist und mein Projekt bis Mittwoch fertig sein muss, bastle ich das Ganze jetzt mit der Hand. Diese 50 Teile haben mich jetzt ungefähr 11 Stunden gekostet. Ich brauche aber die doppelte Menge. Das heißt, wir sehen uns in 11 Stunden. Also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass ich das auf keinen Fall nochmal machen würde. Ich finde es aber krass, dass ich es geschafft habe. Ich habe wirklich halt 2 komplette Tage daran gearbeitet und dann auch noch fast einen dritten. Also es war wirklich so zeitaufwendig und halt voll frustrierend, weil ich wusste, dass es eigentlich auch sehr schnell gegangen wäre mit den richtigen technischen Mitteln. Ich muss halt echt sagen, dass ich die Aufgabe eigentlich ein bisschen unnötig finde, weil wir werden das Ganze wahrscheinlich einfach nach dem Semester wegwerfen. Und wir haben alle so viel Geld für das Material ausgegeben und ich verstehe nicht so ganz, warum wir es so groß bauen mussten. Weil ich glaube, wir hätten auch ohne das viel gelernt. Aber gut. Ich habe gestern meine Raumstruktur fertig aufgebaut. Ich bin so froh, dass ich jetzt erstmal mit dem Bastelteil fertig bin, aber wir müssen dann jetzt die Präsentation vorbereiten und ich gehe dann jetzt das erste Mal ins Fotostudio und mache da Fotos. Ja. Ich muss morgen mein Referat halten über die Raumstruktur. Und weil ich halt heute erst die Fotos gemacht habe, kann ich jetzt erst die Präsentation machen. Es ist jetzt schon 1 Uhr. Ja. Also die Präsentation gestern lief eigentlich ziemlich nice. Ich habe ganz positives Feedback bekommen. Ja, mit meiner Raumstruktur bin ich so semi-happy, weil sie leider nicht ganz so stabil ist, wie ich es dann auch so in der Präsentation gesagt habe. Aber gut, ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass dieses Projekt jetzt vorbei ist. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Kunstvlog fandet und ob ihr davon vielleicht noch mehr sehen wollt. Tschüss, macht's gut!